damit der Mensch erstmal die Möglichkeit hat, zwischen A und B zu wählen. Wenn ich nur A habe, gibt es ja nur diese eine Option, gibt es keine B-Option. Und ich denke auch, dass viele Menschen, gerade so die Älteren vielleicht, auch gar nicht im Internet groß surfen, Blogs anschauen, YouTube anschauen oder andere Möglichkeiten anschauen. So, die haben immer nur Option A. Option A bearbeitet die ganze Zeit. Und wie Sie schon gesagt haben, bist ja gewohnt, Option A zu wählen, traust auch Option A und bist so groß geworden, dass das alles richtig ist. Wird nie hinterfragt. So, und jetzt ist es eine Chance auch für uns, eine Chance für uns, auch in der Medienwelt was zu verändern, damit wir einfach, wie Sie schon gesagt haben, wir bauen die Optionen. Wir wollen auch vielleicht mal Optionen haben von anderen Sendern, die Inhalt produzieren mit Leuten, wo du sagst, ey, guck mal, da sitzen Professoren, die haben Background, die haben Wissen, die informieren uns. Und zwar offen und ehrlich.